einen schönen guten Morgen. Wir wollten uns mal zwischendurch melden. Wir haben strahlend blauen Himmel. Sind jetzt hinter Paris an unserer gewohnten Stelle. Haben hier einen Zwischenstopp gemacht. Wir haben hier eine Temperatur mittlerweile innerhalb kürzester Zeit von 17,7 Grad. Und draußen, weil die Sonne direkt drauf scheint, vorne auf der Scheibe, haben wir dann 27 Grad schon vorne auf die Scheibe. Wir haben hier angehalten, um den Tauben mal nach der Fahrt, danach durch den Pariser Ring, ein bisschen frische Luft zukommen zu lassen. Und natürlich bekommen die Tauben hier Wasser, so was zu trinken, damit denen das gut geht und die Fahrt auch gut überstehen. Der Ralf, der ist hier drin und ist hier gerade. Ralf, schaust du mal? So, der Ralf ist hier Wasser am draufgehen auf Rinn, damit die auch alle was zu trinken haben. Und jetzt können die Tauben erstmal hier schön trinken, frische Luft, kühle Luft, die hier zieht, bekommen und denen das gut ist. Wir schätzen so, dass wir so 13, 14 Uhr, wenn nichts passiert, momentan, gut durchgekommen, dann in Rufeck ankommen. Wünschen euch noch weiterhin alles Gute, uns eine gute Fahrt und wir hören voneinander. So, jetzt sind wir gleich von der Autobahn runter, in Poitiers. Ab hier aus der Hinfahrt Mautgebühren zu sparen, fahren wir hier runter. Da steht schon daneben die Rolle, Quartier Süd. Und wir schalten euch erstmal. Bis jetzt ist alles sehr gut gelaufen. Wir haben 18,5 Grad. Hier hinten ist im Gegensatz zu heute Morgen bewölkt. Eine Wolke ist auch mal was dunkler, aber Regen war noch nicht da. Oh, jetzt wird der Ralf hier runterfahren. Wir werden die Maut bezahlen. Eine Mautstelle, die jetzt kommt. Und werden dann noch anderthalb Stunden, je nachdem, wie wir auf der Straße, Landstraße durchkommen, nach Rufeck fahren, so dass wir laut jetzt Anzeige 13.30 Uhr ankommen, zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr. Hier kann man mal schön sehen, jetzt geht es von der Autobahn runter, wird gut durchgekommen, Tauben heute Morgen auch mal längere Zeit frische Luft gekriegt, was zu trinken gekriegt, was wir euch schon in dem Film gezeigt haben. Und jetzt wird es wieder teuer. Da hinten sieht man schon, wir fahren da drauf zu. Das Problem hier ist immer, wir müssen die richtige Einfahrt finden, nämlich die mit dem Geldzeichen. Ansonsten geht es nur Transitkarte und dann haben wir hier ein Problem. Die haben wir nicht. Die kostet richtig viel Geld. Der zweite von rechts, Ralf, sieht man, ist das Geldzeichen oben. Oder der dritte. So. Also, wir melden uns dann wieder von Rufeck. Bis dann. So. So, wir sind in Rufeck angekommen. Hier ist der Camp davor, der Platz, der wieder zu ist. Aber das wussten wir ja schon. Nach vorne kommt der LKW angefahren mit den Tauben.
und wird jetzt wieder seinen gewohnten Platz einnehmen. Holländer sind noch nicht da, die sollten ja angeblich hier sein. Das neue Schwimmbad, das hat sich verändert. Haben dann 13.30 Uhr, wenn wir unseren Stammplatz hier uns eingerichtet haben. Bevor wir das uns versorgen, werden wir jetzt erstmal die Tauben frische Luft geben, uns dahinter die Bäumchen wieder stellen, dass wir auch was Schatten haben. Der Ralf dreht dann da frische Luft für die Tauben, frisches Wasser wieder für die Tauben, damit die erstmal richtig schön versorgt sind. Und dann werden wir uns um uns kümmern, damit wir Fahrer auch ein bisschen haben. So, wie gesagt, Wetter, Schäfchenwolken, viele blaue Stellen, also an für sich optimal. Wir werden uns das anschauen, ob die Holländer noch kommen. Vielleicht haben sich das anders überlegt, aber hier ist der offizielle Stellplatz im Tevor in Rufig. Wir werden uns gleich nochmal melden und zeigen, wie es dann ist. Am 9. Januar bekommen die Tauben dann auch was zu essen. Dann bis gleich. So. Wie gesagt, die erste Anzahlung, Wasser auf Rinnen geben, dass alle Tauben jetzt was zu trinken bekommen. Und man sieht hier unten schon, die hören, wie das Wasser läuft und schon strecken sie den Kopf raus und wollen auch trinken. So, frische Luft und Wasser und heute Nachmittag gibt es dann was zu essen. So, hier kriegen die Tauben jetzt was zu essen. Reichlich, genau abgewogen, damit sie auch was Leckeres haben. Sind schon am Picken. Die zweite Reihe wartet schon hungrig auf ihr Essen und picken auch. Schönes Wetter, teilweise mit Wolken untersetzt, also nicht zu heiß hier. Schön angenehm. Sind hier noch alleine. Haben also unser Fahrzeug schön in Waage gestellt. Heute Abend gibt es noch mal Wasser frisches nach dem Essen. Morgen früh Wasser und dann, wenn es da reicht, morgen Mittag. Dass wir also schön bemerkt, wenn ich daneben schon was haben möchten und hungrig sind. Picken die Tauben, sollen das gut haben, sind ja schließlich unsere Arbeitgeber, ne Ralf. Das heißt, wenn die gut versorgt sind, gut nach Hause kommen, dann dürfen wir sie nächste Wochenende auch wieder fahren. In diesem Sinne, kleiner Ausblick aus Rufeck, wo wir füttern. Bis demnächst. So, jetzt wollen wir uns noch mal melden. In 2-3 Minuten können die Tauben raus.
Wir sind schon startklar, alles ist vorbereitet. Dann haben wir 13.15 Uhr. Den Tauben geht's gut. Der französische Auflassleiter ist auch da, überwacht das Ganze hier, dass das auch vernünftig ist. Wasser gegeben, alles startklar. Da hinten seht ihr unsere Warteecke, dass wir also dementsprechend schön warten konnten, gemütlich. Und gleich wird das Startsignal in 2 Minuten erschallen. Und dann hoffen wir mal, dass die Tauben schön nach Hause finden. Wir gehen von einer Zwischenübernachtung aus und dann müssten sie ja alle gut nach Hause kommen. Denn ihr kennt unseren Spruch, das sind unsere Arbeitgeber, wenn wir dafür gesorgt haben, dass sie schön verpflegt und betreut wurden, dann kommen die schön nach Hause und dann können die auch beim nächsten Mal wieder mit uns reisen, mit der RV-Weitstrecke Oberhausen. Und wir Fahrer freuen uns, dass wir viele Tauben betreuen und fahren dürfen. So, Ralf, alles gut? Ja, auch das gehört dazu, dass wir sehen, dass die Klappen normalerweise durch die Wärme. Aber die Tauben, wenn die einmal raus wollen, dann brauchen die nur leicht dagegen, dann gehen die Klappen auf. Der Ralf hat ein Auge drauf, dass alles richtig geht. Nur auch hier ist das System so, dass wir also 2 Löcher haben. Das hintere Loch ist hier. Da ist, wenn wir fahren, damit die Rollläden runtergehen. Und das äußere Loch, das ist dann, dass die Klappen sich so leicht geöffnet haben. Und hier. Und dann. So, Ralf. So, strahlend blauer Himmel haben wir. Wir gucken jetzt noch. Ja, wir schauen jetzt noch mal auf die Temperatur, die hier vorherrscht. Dann ist die Minute auch rum. So, wir haben jetzt 23 Grad. Alles ist startklar. Das ist die Richtung, wo die Tauben hin müssen. So, Ralf. Alles klar? Dann will ich mal 3, 2, 1, Start! Alle Klappen auf. Ja, die fliegen schon drumherum. So. Da sind sie schon zusammen wieder. Während die einen um das Fahrzeug rumgeflogen sind, konnten die anderen direkt dahin. Jetzt müssten sie hinter den Bäumen in die Richtung zu sehen sein. Ja, ich sehe, da sieht man sie. Wenn man genau hinguckt, ein Schwarm, da gehen sie mal kurz wieder auseinander, da gehen sie wieder zusammen. Ja, sind richtig und fliegen in die richtige Richtung. Genau da. Ich schaue nochmal oben, ob wir die noch irgendwo sehen können. Und ich nicht glaube, die sind so schnell auf dem Heimweg. Die haben alle Sehnsucht nach Hause zu ihren Taubenvätern. Aber so geht es uns Menschen ja auch. Nach einem Urlaub wollen wir auch gerne nach Hause. Okay. Nichts mehr zu sehen. Voilà. Dann wünsche ich mir einen sehr guten Flug und wir sehen uns. Bis dann, nächstes Mal. Das war's aus Rufig.